Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt mal ja eine spezielle Ausgabe und zwar geht es um die Fundreinigung. Ist ja ein großes Thema, wird oft im Internet diskutiert, in diversen Foren. Was soll man machen, was soll man nicht machen? Ist halt ja ein bisschen schwieriges Thema. Wie habe ich meine Funde bis jetzt gereinigt? Ganz einfach, ich habe die Funde in Wasser eingelegt, ein paar Tage, dann mit einer Bürste gereinigt, wenn auch Schmutz dran war, den Vorgang so oft wiederholt, bis man ein Ergebnis hatte, mit dem ich zufrieden war. Antike Funde, die sollen wir gar nicht reinigen, die sollen wir dem Archäologen abgeben, absolut ungereinigt. Liegt wohl daran, dass viele Leute versucht haben, Funde zu reinigen und es ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Muss ich leider gestehen, ist mir auch passiert. Ich hatte eine römische Münze. Habt ihr versucht, mit so einem Stahlstichel sauber zu machen, immer so ein bisschen gereinigt und da sind immer so kleine Schmutzpartikel abgeflogen. Das hat gut funktioniert, aber ich bin nicht so geduldig. Und ja, dann ist mir halt passiert, einige Kratzer in die Münze reingemacht. Na, da war der halt nicht ganz so glücklich, kann ich auch verstehen. Und deswegen sollen wir jetzt alle Funde ungereinigt abgeben, die können das besser als wir. Allerdings muss ich sagen, so ein paar Funde, neuzeitliche Funde, die mache ich schon ganz gern sauber. Edelmetalle, das geht ja immer ganz gut, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber so Kupfermünzen, Bronze und sowas ist immer ein bisschen schwierig. Und dann ist das mit Wasser und Bürste meistens ja nicht ganz so zufriedenstellend das Ergebnis. Und da möchte ich mal gerne was Neues ausprobieren, nämlich die Elektrolyse. Und da hat der Thomas was Neues im Shop und da stelle ich euch jetzt mal vor. Was neu ist im Programm vom Eifelsucher, alle Produkte, die ich hier zeige, nochmal unten in der Infobox verlinkt. Also, hier geht es um die Robigo Elektrolysebox. Gibt es in XS, S und L, also verschiedene Größen. Und das ist so ein, ja, kann man sagen, so ein quasi rundum sorglos Paket. Hier ist alles dabei, was man für die Elektrolyse braucht. Und ja, wie der Thomas so ist, natürlich ganz viel Informationsmaterial, Aufbauanleitungen, viele Hinweise, wie man zum Beispiel Münzen reinigt und andere Funde, damit ihr da gleich loslegen könnt. Und ihr alle Informationen habt, die man dafür braucht. Wenn ihr natürlich eine Frage habt, dann ruft ihn an, kein Problem. Das ist jetzt eine Box, die muss man noch selber zusammenbauen. Die ist jetzt teilmontiert, kann man aber auch komplett fertig montiert bestellen. Und wie das aufgebaut wird, was alles in dem Paket mit dabei ist, das zeige ich euch jetzt. Da kommen wir mal zum Inhalt des rundum sorglos Elektrolytpakete, so nenne ich das jetzt einfach mal. Natürlich die Elektrolysebox an sich. Schöner kleiner Kasten, schön, dass er durchsichtig ist. Dann können wir nämlich den Reinigungsfortschritt immer schön beobachten. Unten ja, eine Metallplatte und an der Seite der Anschluss für den Pluspol mit so zwei Tragegriffen. Wichtig ist, dass die Box wirklich auch vernünftig plan steht, dass die nicht irgendwie verkippt steht. Darauf sollte man achten. Hier haben wir das ganze Montagezubehör, den Montagesatz für die Elektrolysebox. Hier drin sind diverse Klammern aus Edelstahl, also alles sehr hochwertig. Wir haben Gewindestangen, diverse Muttern und Schrauben und an die Klammern wird dann später die zu reinigenden Funde angeklemmt. Aber der Zusammenbau, wie gesagt, das machen wir gleich zusammen. Hier sind die Anschlusskabel, wirklich sehr hochwertig verarbeitet und ja, auch gekennzeichnet mit Schwarz und Rot, damit man das nicht vertauschen kann. Das ist wichtig, dass die Polung stimmt. Und das sind, ich glaube, diese Stecker, das sind Bananenstecker. Das hier ist die Anschlussklammer.
für die Anode, für den Minuspol. Und hier ist nochmal, könnt ihr sehen, der Anschluss. Hier kommt dann der Bananenstecker rein. Hier, das ist so ein kleiner Reinigungsschwamm, so eine Art Schmirgelschwamm. Damit kann man die Funde dann etwas vorreinigen, damit die einen guten Kontakt mit den Klammern haben. Das hier ist so eine kleine Auflage, die man in die Box reinlegen kann, für etwas größere Funde, damit die stabil in der Box liegen können. Hier haben wir jetzt das Elektrolysepulver. Das wird dann in warmem Wasser aufgelöst. Der Inhalt reicht so circa für, ja, steht hier drauf, 3 bis 4 Liter. Wie man das richtig abmisst, das zeige ich euch später. Und zu guter Letzt der Deckel. Hier werden dann die ganzen Klammern montiert. Ich zeige euch mal kurz, was alles in dem Set enthalten ist für die Montage. Hier haben wir die ganzen Klammern, wo die Funde befestigt werden, die wir reinigen wollen. Zweimal diese Gewindestange, ein Verbindungsteil für die Kathode. Ich glaube, vorhin habe ich Anode gesagt, das war ein Fehler. Dann haben wir hier Schrauben, Muttern, 4 verschiedene Arten von Unterlegscheiben, Flügelmuttern, wie die Teile heißen, weiß ich jetzt nicht, tut mir leid, und ein Inbusschlüssel. Mehr Werkzeug brauchen wir nicht, ist fast wie bei IKEA. Der Rest wird einfach nur handfest gedreht, also wir brauchen kein weiteres Werkzeug. Und wie das jetzt montiert wird, in welcher Reihenfolge, das zeige ich euch jetzt. Der Zusammenbau ist wirklich sehr einfach. Wir fangen an mit der Flügelmutter, dann kommt der Sechskant, Schraube, geschlitzte Unterlegscheibe, Klammer, geschlitzte Unterlegscheibe, Schraube und so weiter, bis wir 4 Klammern pro Gewindestange montiert haben. Wenn wir einen gleichmäßigen Abstand haben wollen, dann lasst einfach zwischen den Schrauben etwa 20 mm Abstand und dann sind die schön gleichmäßig verteilt. Und wie das jetzt zusammengebaut wird, das zeige ich euch jetzt. Für die Elektrolyse brauchen wir natürlich eine Stromversorgung. Wichtig dabei ist ein Netzteil, bei dem man die Spannung und den Strom regeln kann. Gibt es auch beim Eifelsucher im Shop, den Link in der Beschreibung. Jetzt wird der Kontaktstreifen auf der Oberseite des Deckels montiert. Hier seht ihr die Bohrung. Einfach den Streifen hier drauf, die konische Unterlegscheibe drüber, dann die Inbusschraube rein. Und da wird dann die Gewindestange mit den Klammern montiert. Den Deckel jetzt mal umgedreht. Dann kommt noch eine Unterlegscheibe drauf. Und dann können wir das Teil schon zusammenschrauben. Jetzt füllen wir warmes, destilliertes Wasser ein und zwar so, dass das unterhalb der Klammern ist, der Wasserstand, damit die Klammern nicht in der Flüssigkeit eintauchen. Und dazu brauchen wir einen Messbecher, damit wir die richtige Menge des Elektrolyts bestimmen können. In die Box konnte ich jetzt genau 2,4 Liter Wasser füllen. Das bedeutet, wir brauchen 120 Gramm von dem Elektrolyt und das werde ich jetzt mal hier abwiegen. Ja, so eine Feinwaage, die hilft da schon sehr. Mal gucken, genau, jetzt ist die schon auf 0. Also 120 Gramm. Rein damit.
Ohne große Sauerei, bitte. Ich versuch's. 60 Gramm. Ja, ein bisschen viel. Ah gut, jetzt auf 1 Gramm kommt es nicht an, aber ich mache es jetzt mal ganz genau. Jawohl, 120 Gramm und ab ins Wasser damit. So, ich habe jetzt alles aufgebaut und bin mal sehr gespannt, wie es funktioniert. Ich habe jetzt hier 4 Objekte, die ich mal reinigen möchte. Einmal eine Schlitzrose, noch ziemlich verkrustet, dann eine andere Münze, sehr verkrustet. Dann eine, die habe ich schon mal versucht zu reinigen. Mal gucken, ob da noch das Ergebnis besser wird. Und nochmal 2 Reispfennig, Kaiserzeit. Auch mal schauen, wie die nach der Reinigung aussieht, nach der Elektrolyse. Ja, ich werde jetzt alles mal aufbauen und dann geht's endlich los. Ich habe jetzt alle Funde an den Klammern befestigt. Die Stelle, die die Klammer berührt, die muss gut sauber sein, damit man eine elektrisch leitfähige Verbindung hat. Das sieht man bei der Elektrolyse, wenn an dieser Stelle keine Blasen aufsteigen, dass man da nochmal nachreinigen muss. Der spannende Moment ist gekommen. Es wird eingeschaltet. Ich habe jetzt Strom und Spannung auf 0 gestellt. Ich mache jetzt an. Cool, sogar mit beleuchtetem Display. Jetzt wird der Strom etwa auf Mitte gestellt. Also das heißt, diese kleine Anzeige nach oben und Spannung auf 6 bis 10 Volt. Das mache ich jetzt mal hier auf etwa 7 Volt. So steht es in der Anleitung. Ja, ich sehe schon, Blasen steigen auf, sehr gut. Das heißt, Elektrolyse, die ist in Schwung gekommen. Und jetzt werde ich einfach mal 10 Minuten warten und mal schauen, wie die Funde dann aussehen. Die Funde waren jetzt etwa 10 Minuten im Elektrolysebad und schaut euch mal an, wie wahnsinnig sauber die geworden sind. Also ich bin echt begeistert von dem Ergebnis. Gerade hier bei der Schlitzrose sehen wir hier diesen Ring, diese feine Einkerbung, die hätte ich vorher nie gesehen. Da kommen echt noch super Details zum Vorschein. Wie gesagt, ich würde das nicht mit antiken Funden machen, aber so ein paar neuzeitliche Funde, die man mal vorzeigen will, da ist das kein Problem, finde ich. Die Münze war ja schon sehr glatt, ne? Vorher, da sieht man leider nicht mehr viel drauf. Hier sehe ich noch eine Struktur. Hier kann man eventuell noch rausfinden, um was es sich für eine Münze handelt. Und hier die 2 Pfennig aus der Kaiserzeit. Ja, sehen auch gut aus. Ich drehe die mal um hier, die Schlitzrose. Da könnt ihr sehen, hier, so sah das aus am Anfang. Klar, ich könnte noch länger reinlegen, dann würde ich das auch noch reinigen, aber das Ergebnis erstmal zum Testen, das reicht mir schon. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Ich empfehle 5 Minuten, den Fund rausnehmen, reinigen, weil man sieht dem Fund nicht an, dass sich der Schmutz löst. Also der Schmutz, der auf der Münze oder auf dem Fund ist, der ist dann sehr leicht zu reinigen und da nehme ich dann auch vom Eifelsucher diese ganz feinen Drahtbürsten. Ich glaube, Edelstahl-Drahtbürsten, die gibt es dann mit 0,08 mm und 0,1 mm. Damit ganz vorsichtig drüber reiben und dann werden die wunderschön sauber, die Funde. Ich werde das jetzt noch mit anderen Dingen probieren. Ich zeige euch mal, was ich jetzt noch mal in die Elektrolyse geben möchte. Ja, hier der alte verrostete Schlüssel, der ist wirklich sehr gut geworden. Das Ergebnis, ja, die Elektrolyse ist für Eisen ja besonders gut geeignet. Also wenn ihr so, ich weiß nicht, Armbrustbolzen oder so habt, funktioniert das sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Andere Funde, wie zum Beispiel diese Mark, ist auch schön geworden.
Die sehen ja meistens so aus oder schlimmer. Die ist wieder schön sauber und glänzt. Was mir auch gefallen ist, alles was so Kupfer enthält, wird immer so ein bisschen rötlich, aber das stört mich nicht. Und hier diese Reichspfennige, Rentenpfennige, die werden auch immer wirklich schön sauber, sehen aus fast wie neu. Jetzt konnte ich auch einige Erfahrungen sammeln mit der Elektrolyse und ich muss schon sagen, die Ergebnisse, die sprechen für sich. Mir gefällt die Sache sehr gut. Der große Vorteil ist nach meiner Meinung, es ist eine sehr schonende Reinigung. Man kann nichts kaputt machen. Eine mechanische Reinigung, da macht man immer Kratzer rein oder beschädigt was. Und das hier ist sehr, wie gesagt, schonend. Und ein weiterer Vorteil ist, man kann einige Funde gleichzeitig reinigen. Münzen zum Beispiel sind ja 8 Klammern vorhanden oder ein paar größere Funde. Da hat man schon mehrere Möglichkeiten. Und ein großer Vorteil nach meiner Meinung ist auch, man startet den Vorgang und in der Zeit kann man halt andere Sachen machen. Muss ab und zu mal ein Auge drauf werfen. Da muss man halt ein bisschen Übung erlangen und ein bisschen Erfahrung sammeln, aber da funktioniert das sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video schon mal einen guten Einblick verschaffen, wie die ganze Sache funktioniert mit der Robigo Reinigungsbox. Ich werde die unten nochmal verlinken, könnt ihr mal draufklicken, vor allem, weil da auch noch sehr viel Information steht, die ich vielleicht in diesem Video nicht mit reingepackt habe. Für mich war jetzt wichtig, erstmal die ganze Sache praktisch zu zeigen, damit ihr auch guten Einblick habt, wie es funktioniert mit dem Anmischen, mit dem Starten von der Elektrolyse und wie die Ergebnisse aussehen. So ein paar Tipps von mir. Man kann sagen, je verschmutzter ein Objekt ist, desto länger dauert die Elektrolyse. Und auf jeden Fall am Anfang erstmal nur 5 Minuten ins Bad geben, wieder rausnehmen, reinigen und dann mal schauen, okay, da sind noch ein paar Stellen und dann wieder 5 Minuten, sodass ihr Erfahrung sammelt, wie lang die Funde in der Elektrolyse verbleiben müssen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal vielen Dank an Thomas Schwarz für die Leihgabe und das nächste Video, ja, das ist wieder draußen, da gehen wir wieder auf die Suche. Ich wünsche euch schöne Ostertage, heute ist Ostersonntag, wünsche euch eine schöne Zeit und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, schreibt viel in die Kommentare und wir sehen uns, wie immer, im nächsten Video. Macht's gut!